Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute endlich Black Mirror. Ja, wunderbares Black Mirror, gestern erschienen für die PlayStation 4. Es tut mir leid, meine Freunde. Zwei Sachen vorneweg, es tut mir unendlich leid, dass das Spiel erst jetzt bei mir erscheint und nicht gestern schon. Weil ich wollte eigentlich, dass es direkt am Release erscheint. Hat aber leider nicht geklappt, weil die liebe Post es mir gerade eben erst gebracht hat. Und wofür ich mich auf jeden Fall noch entschuldigen muss, vielleicht hört man es auch noch. Ich war auf jeden Fall schon mal fitter, sage ich jetzt mal. Ich bin ein ganz klein wenig noch erkältet, sage ich jetzt mal. Gestern lag ich sowieso den ganzen Tag flach. Ich bin jetzt in dem Sinne vollgepumpt mit irgendeinem Zeug, sage ich jetzt einmal. Und reißt mich jetzt einfach mal zusammen, dass ich für euch da wunderbares Black Mirror spielen kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ob es jetzt ein Remake sein wird oder ob es eine komplett neue Geschichte sein wird. Ich weiß es nicht. Ich habe Teil 1 bis Teil 3 durchgespielt und alle drei Teile waren absolut großartig. Und ja, Sprache kann man ruhig ein bisschen lauter machen, kann man mal Maximum. Deutsche Sprachausgabe, das finde ich immer sehr gut, gefällt mir. So, dann würde ich doch mal sagen, können wir das eigentlich so lassen, zack, geil. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Ja, wie gesagt, ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, wenn ich jetzt nicht unbedingt fit klinge und vielleicht das ein oder andere Mal husten muss. Auf jeden Fall tut es mir dafür sehr, sehr leid. Aber fangen wir erstmal dieses wundervolle Spiel an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Endlich ein Black Mirror für die PlayStation 4. Das ist doch mal... Das ist doch mal geil, hä? Ja, das ist ja schon mal richtig geil. Ja, schaut euch mal den Ladebalken unten rechts an. Oh, das ist ja... Alter, was ist denn los? Okay, es fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Yay, gerade mal 50% jetzt geladen, noch nicht mal 9, jetzt sind 51. Okay, das kann ja was werden. Ich hoffe mal, es lädt nicht während dem Spiel auch noch so brutal. Sonst wäre das jetzt nicht so prickelnd. Aber es gibt schlimmere Spiele, Lego City Undercover zum Beispiel. Alter, ja, wenn ihr das Spiel spielt, das Spiel ist geil, aber... Oh, okay, den steuere ich jetzt. Und das ist ein neuer Charakter. Das ist nicht Samuel und das ist definitiv nicht Adrian oder Darren. Okay, es fängt aber schon mal ziemlich stylisch hier an. Wir humpeln ein bisschen. Kann auch sein, dass wir vielleicht ein kleines Humpelbeinchen haben. Ich hab versagt, Sohn. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Vergib mir. Alter, was geht denn hier ab? Hört doch mal ganz kurz englische Sprachausgabe mit What Are You Doing? Alter, was geht denn hier ab hier? Du willst die Jagd hier gerade oder was? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Oh, hi. Wer bist du? Warum stand da gerade Touch? Da
Da könnte auch einfach berühren stehen. Schließlich spiele ich jetzt ja gerade auf Deutsch. Führe mich auf dem Pfade deiner Geburte. Ja, führe mich. Sei mein Führer. Feigling, du hast deine Familie verraten. Das hat sich gerade ein bisschen nach Samuel angehört. Leuchtion mi me hucha. Gavuche amprisch gabe merisch. Du bist zu spät, du bekommst ihn nicht! Untersuchen. Es wird funktionieren. Es muss! Naja, also wenn du in Gordon bist, dann. Mahlzeit. Ja, okay. Fängt ja schon mal gut an. Fängt gleich wunderbar damit an, dass der Vater sich selbst in Brand setzt. Okay. So wie man es von Black Mirror gewohnt ist. Da muss irgendwie alles durch Feuer sterben. Ne, Samuel? Oder Catherine, besser gesagt. Seine Frau hieß Catherine, oder? Die Frau von Samuel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich glaube Catherine. David, dein letzter Brief hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich vermisse dich so sehr hier in Indien. Wenn meine Berechnungen stimmen und der internationale Postverkehr gut läuft, begleitet dich dieser Brief auf dem letzten Stück deiner Reise nach Schottland. Ich wage kaum etwas zu sagen aus Angst, du hältst mich für närrisch oder gar hysterisch. Dein Vater hat ein Leben lang die Geschichte seiner verkommenen Familie erforscht. Dies und seine Besessenheit für das Okkulte haben leider seinen Verstand zerrüttet. John liebte sein Elternhaus und seine Familie, aber ebenso hasste er sie und misstraute ihr. Mein Sohn, hüte dich vor den Gordons. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. In Liebe, deine Mutter. David Gordon sagt mir jetzt gar nichts. Wir untersuchen hier, was haben wir hier drüben? Kistchen. Was ist das? Family of Snakes, beware, Key. Okay. Familie der Schlangen. Vorsicht. Na, ich will... Schlüssel. Okay. Ah, ich kann das auch so umdrehen. Sehr schön. Oh boy. Was ist da? Die Antworten finden. Bibliothek? Was zum Geier sind das für Zeichen? Fetzen eines Verrückten. Ich konnte es nicht über mich bringen, das Mutter zu zeigen. Ja. Was haben wir hier mit dem Kistchen drin? Hey, das ist doch der Flügel, wo William drin umgekommen ist, oder? Also William Gordon, erster Teil, Black Mirror. Für die übrigens, die Black Mirror, die ersten drei Teile, nie gespielt haben, die Story interessiert. Ich habe alle drei Teile bei mir schon Let's Played. Die Playlist findet ihr bei mir natürlich. Und dann könnt ihr das gerne mal nachschauen, da ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, in was für einer Black Mirror Zeit
das hier spielt, ob das überhaupt irgendetwas mit den drei Teilen zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Also normalerweise, wenn man Black Mirror bedenkt, dann ja. Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Wir sind da, Sir. Und wo sind wir? Wo sind wir denn hingefahren? Von wo kommen wir überhaupt? Wer sind wir? Alles, was wir wissen, wir heißen David. Sind anscheinend ein Gordon. Also nehme ich jetzt mal an, wenn wir ihn spielen, dann ist es ein Gordon. Ah. Oh yeah, Black Mirror. Wir sind anscheinend beim Schloss Black Mirror jetzt angekommen. Was wir aber auf jeden Fall anscheinend schon ausschließen können, es ist anscheinend kein Remake aus den ersten drei Teilen. Willkommen, Mr. Gordon. Ich bin Andrew Harrison. Mr. Harrison, wie schön, Sie endlich zu treffen. Unserer Korrespondenz nach hielt ich Sie für älter. Danke sehr. Wollen wir im Inneren fortfahren? Folgen Sie mir, es ist bereits recht dunkel. Na, wenn dunkel ist es ja. Auwe. Das Spiel hat aber anscheinend ganz schöne Probleme mit Ladesequenzen. Und Ladezeiten. Damit hat es ja ganz schöne Probleme. Auwe. Leute, wir sind hier im Jahr 2017. Ende 2017. Das ist eine Blu-ray. Und dann willst du mir noch erzählen, dass das jedes Mal so extrem lang laden muss? Eieieiei. Ist angekommen, Milady. Ist das Victoria? Das ist Victoria! David, willkommen in Skahandu House. lady Margaret. Nein. Sehr freundlich, mich zu so später Stunde persönlich zu empfangen. Skahandu? Ich habe mir schon gedacht, irgendwie jetzt, wo ich das Innere gesehen habe, das kann aber entweder nicht Black Mirror sein. Black Mirror Castle, weil es sieht komplett anders aus. Oder die haben es einfach mal für den Teil komplett umgemodelt, aber bin ich jetzt gar nicht in Black Mirror Castle? Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ungewöhnlich nur, wenn man es nicht für nötig hielt, Gälisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solche morbide Themen. Wie sehr du doch John ähnlich siehst. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen, selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job.
Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Aber natürlich. Hier, bitte sehr. Oh. Hm. Was für ein seltsamer Gegenstand. Ja, die Wahrheit sagen Lügen. Ich weiß ja nur nicht mal genau, was es jetzt damit auf sich hat. Nicht. Das Problem ist? So, ich kenne mich jetzt mit Black Mirror aus. Ich könnte mir schon vorstellen, was es mit dem auf sich hat. Und der sieht mir ein bisschen... Ich lüge ihn an. Oh, nur ein kleines Andenken aus Indien, das Glück bringen soll. Verstehe. Es bringt Ihnen bestimmt alles Glück, das Sie verdienen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, in der Bibliothek wartet Arbeit auf mich, die ich zu Ende bringen sollte, bevor ich guten Gewissens zu Bett gehen kann. Ich werde ein paar Tage im Haus bleiben, also werden wir uns zweifellos erneut begegnen. Keine Sorge, Mr. Gordon. Sie sind in guten Händen. Hm. Komischer Kauz. Bitte folgen Sie mir, Master David. Ja, ich folge dir, aber ich will dir gleich eins sagen. Du Typi, der da weggeht, du bist kein Bates. Bates ist tausendmal cooler als du, ich mag Bates. So, okay, hier, okay. Ja, steuern geht eigentlich relativ gut von der Hand. Da können wir nichts machen, da auch nicht. Okay, den Globus können wir auch nicht untersuchen. Das spielt hier... Hier entlang, Sir. Ja, ich komme schon. Das spielt hier... Irgendwie in einem komplett anderen Black Mirror Castle irgendwie. Keine Ahnung. Alles irgendwie bis jetzt ganz komisch. Ihr Großvater, seine Lordschaft Edward Gordon. Edward Gordon, das sagt mir jetzt aber auch nichts. Jemand denkt noch an ihn. Vielleicht warst du doch nicht so grausam, wie Mutter geglaubt hat. Großvater Edward Gordon. Vater hat nie von dir geredet. Aber Mutter hat kein freundliches Wort für dich übrig. Du warst der Schlimmste von allen, sagt sie. Man kann es nicht leugnen. Wir sind verwandt. Ja, wenn man sich halt ähnlich schaut. Hat man so da hat man so an sich, sage ich jetzt mal. Beeindruckend. Das ist das Herrenzimmer, Sir. Aber morgen haben Sie noch reichlich Zeit, es bei Tageslicht in Augenschein zu nehmen. Okay. Oh, was ist das? Ich schätze, es ist schwierig, alles trocken zu halten, bei dem vielen Regen in der Gegend. Sehr amüsant, Master David. Wir tun unser Bestes, Sir. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ihr habt doch alle Geld wie Heu. Stellt mal ein paar Leute ein. Alter, wo ist der Fuzzi? Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Sir. Ja, wenn ich du mir... Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Ja, und wo... Ach da! Alter, was ist denn los mit euch? Könnt ihr euch nicht mehr Lampen leisten, oder was? Sie können nicht mal Lampen leisten hier. Das macht sie manchmal, Sir. Le Black Mirror. Lady Gordon erwartet Sie morgen um 8 zum Frühstück, Sir. Vielen Dank. Lady Gordon nannte Sie Angus? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Angus. Ja, Sir. Sie hat mich so genannt. Ich bin Mr. McKinnon.
Mr. McKinnon, ja. Ich rate Ihnen, das Zimmer heute Nacht nicht zu verlassen. Tickende Uhren sind nicht das Schlimmste, was einem des Nachts in diesem Haus begegnen kann, wenn man sich nicht auskennt. Schlafen Sie gut, Sir. Ist aber auch ein komischer Butler. Vielleicht ist er eher ein Morgenmensch. Er ist halt einfach kein Bates. Er ist halt ganz einfach kein Bates. Das ist halt alles. Ja, Angus, Verzeihung, Mr. McKinnon hat mich ziemlich herumgeführt. Aber ich glaube, mein Zimmer müsste hier irgendwo sein. Moment mal, das sieht aus wie... Ist das nicht... Das ist ein Teil eines Modells. Sag ich doch, das ist ein Teil vom... Vom Flügel, vom Turm. Ja, der Part ist eigentlich schon vorbei, meine Freunde. Aber erstens, weil es die Epilogfolge ist. Zweitens, weil es Black Mirror ist. Und drittens, weil gestern im Release-Tag nichts erschienen ist. Aus Krankheitsgründen und Gründen der Post. Werde ich noch schauen, dass ich hier ein bisschen weiter aufnehmen kann. Weil gesundheitlich geht's eigentlich bei mir, sage ich jetzt mal. Ich hoffe nur, dass meine Stimme sich nicht allzu schlimmern hat. Alles, was ich je besessen habe, würde da fünfmal hineinpassen. Aber gut, wenigstens nicht schlimmer als meine Stimme ist sonst, sag ich jetzt mal. Ein Glück, dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss. Mr. McKinnon hat dich mit Leichtigkeit gehoben. Okay, was haben wir denn hier alles? Einmal hier ein schönes Ohne Telegramm. Dieses seltsame örtliche Gesetz, wegen dem ich persönlich erscheinen muss, wäre ich wohl nie hierher gekommen. Ein Schaf unter Wölfen. Muss Sie leider über den Tod von John Gordon informieren. Stopp. Bitte kommen Sie nach Skahandu House. Stopp. Andrew Harrison, Anwalt. Stopp. Ich habe mich schon gewundert. Moment mal, warum ist das alles so abgehakt? Aber ja, natürlich ist es abgehakt. Das ist ein Telegramm. Und bei Telegramm hat man nur das Wichtigste reingeschrieben. Das ist klar. Nicht mehr viele Streichhölzer übrig. Hat es ausgeschaut, ehrlich gesagt, wie ein... Feuerzeug, nicht wie Streichholz. Ich brauche bald einen neuen Pass. Der hier füllt sich langsam. Dieser adrette, fröhliche, nüchterne Mann ist nicht der, an den ich mich aus Kindertagen erinnere. Sondern? Ich kann mich auch mit dem rechten Stick ein bisschen... umschauen. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ob Andrew die Bibliothek schon verlassen hat? Willst du jetzt in die Bibliothek schauen oder was? Also ich glaube, ich muss hier in den Einstellungen ein bisschen die Helligkeit hochschrauben. Weil es gibt diverse kleine Ecken. Also an sich, hier ist es jetzt perfekt. Aber hier so, hier jetzt sage ich jetzt einmal, oder hier gerade, da ist es echt ein bisschen dunkel. Oder hier, da siehst halt echt gar nichts. Kann ich das gleich mal, wo kann ich denn das? Das ist so, hä? Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Inventar? Lass mich bitte machen, was ich will. Danke. Alter, was ist denn das für ein scheiß Inventar? Das schmeißt mich auf einmal raus, obwohl ich gar nichts mache. Was ist das für ein Kack hier? So. Königkeit an, ja, bla 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 bla. Was ist Gamma? Das lese ich jedes Mal aufs Neue. Ich kenne nur ein Gamma und das war irgendwas bei Yu-Gi-Oh! Da gab es, glaube ich, ein Gamma. Helden, irgendwie sowas. Ich kann das hier tatsächlich nicht umstellen. Entschuldigung. Da haben wir es wieder, das obligatorische Tagebuch. Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht in dieser Position, um das Tagebuch jetzt schon zu kritisieren, aber ich tue es trotzdem. Warum zum Fick ist das auf Englisch? Das Problem hatte ich bei South Park auch schon.
ich spiele hier ein deutsches Spiel. Ja, das ist mir schon klar, dass es international gemacht wird. Und bla und bli und blub und deine Mutter, keine Ahnung. Aber bitte, wenn man sich schon die Mühe macht, die ganzen Sachen, womit man interagiert, auf Deutsch zu übersetzen, die Sprache auf Deutsch zu übersetzen, dann kann man doch sowas auch auf Deutsch übersetzen. Ich meine, mich interessiert das Tagebuch relativ wenig. Es hat mich in Black Mirror 1, 2 und 3 auch nicht wirklich interessiert. Und ja, Bonnie, du darfst es mir gerne ankreiden, dass es mich nicht interessiert. Alter, verdammte Scheiße, was ist das für ein Scheiß-Inventar? Beziehungsweise, was ist das hier für ein Scheiß-Menü? Ich komme mit dem Menü gar nicht klar. Ich zeige euch mal was. Ich drücke jetzt nach links. Ich komme aus dem Menü raus. Ich weiß nicht warum. Ich gehe jetzt ins Menü rein. Ich drücke nach unten. Nanu, ich bin auf einmal beim Quest-Protokoll. Ich drücke jetzt nach rechts. Nanu, ich bin wieder da. Kapiert das noch einer? Ich drücke nach oben. Ich bin beim Tagebuch. Was? Ich drücke nach links. Ich bin beim Inventar. Ich drücke nochmal nach links. Ich verlasse das. Was? Oh. Ah. Deswegen. Alles klar, es gibt ein Quick-Menü sozusagen. Wenn ich nach rechts drücke, lande ich sofort hier. Wenn ich nach oben drücke, lande ich sofort hier. Ah, so läuft das hier. Alles klar, alles klar, alles klar. Und leider kann ich die Helligkeitseinstellungen nicht ändern. In so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. Sehr, sehr schade, dass ich die nicht ändern kann, die Helligkeitseinstellungen, weil... Ja, es wäre doch praktisch. Mach's auf. Teile irgendeiner Zeichnung. Interessant. Woran merkt man, dass er ein Gordon ist? Er findet irgendeine x-beliebige Zeichnung. Warum hat... Wahrscheinlich hat das irgendein kleines Kind, hat ein kleines Kind einen Penis drauf gemalt. Und er findet es interessant. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Geil. Ja, dann... Die Kerze ist... Also ich musste direkt da drin anzünden, okay. So ist es besser. Das stimmt wohl. Oh ja, oh ja, oh ja. Gut, ich muss nichts umändern, ich muss keine Dinge umändern, keine Helligkeitseinstellungen, weil... das ist anscheinend so geplant gewesen vom Spiel, dass man hier die Kerze anzündet. Ich soll mein Zimmer doch nicht verlassen. Da draußen könnten irgendwelche Kreaturen warten, die mir AIDS verpassen. Oder noch schlimmer, Düsterwölfe. Sie sind wie Wölfe, aber sie sind düster. Ich muss übrigens sagen, mir gefällt die Stimme vom Hauptcharakter, von David hier, wie er heißt. Noch mehr Teile dieser Zeichnung. Vielleicht kann ich rausfinden, was sich daraus ergibt, wenn ich genügend finde. Die klingt ein bisschen wie die von Darren, finde ich. So sehen wir uns wieder, alter Feind. Schön, dass man das dann hier sieht, so sehen wir uns wieder, aber wer ist da abgebildet gewesen? Alter Feind, wer ist da abgebildet? Was war das jetzt schon wieder? Kamera! Oh, die Kamera ist ja schrecklich. So. Okay, was haben wir denn hier? Okay, ich weiß aber schon mal, auf was für eine Art Spiel es rausläuft. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es genau heißt, aber es ist ein Sherlock Holmes für die PlayStation 4. Was eigentlich ziemlich gut ist. Ein Speiseaufzug. Groß genug, dass man glatt selbst reinpassen würde. Danke für die Info. Dann können wir drinnen, Gott, wie heißt es nochmal, Annabelle spielen. Genau, Annabelle 2. Da sind sie auch in so einen Aufzug rein. Gehen wir mal da lang. Special Epilog-Folge. Heute extra nur für euch, meine Freunde. Als Entschädigung dafür, dass gestern nichts gekommen ist. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Aber vielleicht war es auch gut, weil gestern war ich ja noch kaputt, als ich heute bin. Ich habe mich gestern den ganzen Tag mit irgendwelchen Medikamenten voll gepusht. Nein, das stimmt nicht. Hier müsste ein Zimmer sein. Nein, das ist auch nicht, was ich brauche. Wo kann es nur sein? Hi. Lauschen Sie, Mr. Gordon. Das gehört sich aber nicht. So ein Spiel ist es also. Also ich muss auch schauen, dass ich dementsprechende Beziehungen mit denen knüpfe. Wo saß der jetzt? Da. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich habe ein System und will nichts durcheinander bringen. Lady Gordon ist sehr bedacht auf Vertraulichkeit. Selbstverständlich. Haben wir etwas zu verbergen? Hundertprozentig hat der was zu verbergen. Seine Arbeit. Das sieht entmutigend aus. Aber lohnenswert. Und faszinierend. Faszinierend? Auf jeden Fall. Die Geschichte der Familie Gordon reicht ungemein weit zurück. Stimmt es, dass wir eine der ältesten Familien in Schottland sind? Oh, sie sind viel mehr als das. Die Gordons besitzen dieses Land seit der Antike, bevor es überhaupt Aufzeichnungen gab. Dann sind da noch ein paar ungewöhnliche örtliche Gesetze. Es ist teilweise eine Herausforderung, aber eine sehr willkommene. Kannten Sie meinen Vater? Ich wurde zum Haus berufen, kurz nachdem Ihr Vater angekommen war. Wozu wurde ein Anwalt benötigt? Aufgrund der komplexen lokalen Gesetze, die ich erwähnte. Ihr Vater ging fort, als Lord Edward starb, also wurden die rechtlichen Formalitäten zur Übertragung des Hauses nie durchgeführt. Soll das heißen... Aber nicht doch. Es wird keine Probleme geben, das Anwesen auf Ihren Namen zu übertragen. Wenn Sie das wünschen. Okay. Hatten Sie schon Gelegenheit, meine Papiere zu überprüfen? Ja, und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles in Ordnung ist. Meiner Funktion entsprechend muss ich Ihnen allerdings sagen, dass das Familienvermögen durch Edwards Tod und die Abwesenheit Ihres Vaters über die Jahre erheblich geschrumpft ist. Aber der wahre Schatz sind das Schloss und das Land selbst. Ich habe noch nicht so viel Zeit hier verbracht, wie ich gerne würde, aber dieser Ort ist einzigartig. Ich habe bemerkt, dass die Tür zum Herrenzimmer verschlossen ist. Könnte ich einen Schlüssel dafür bekommen? Natürlich. Ich sorge dafür, dass Sie einen Schlüssel erhalten, sofern es einen gibt. Schließlich sollte für den baldigen Besitzer keine Tür verschlossen sein. Nun denn, es war ein langer Tag. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hole mir noch etwas zu lesen und gehe dann ebenfalls zu Bett. Gute Nacht. Er weiß er nicht. Der Typ, der ist mir nicht ganz koscher. Der hat's doch selber auf das Anwesen der Gordons abgesehen. 100 Pro hat's der auf das Anwesen der Gordons abgesehen. Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, wieso sollte es jemand auf das Anwesen der Gordons abgesehen haben, wenn man Mordred kennt? Wobei Mordred ja wiederum nur die Gordons betrifft, nicht irgendjemanden anderen. Also Mordred auch wieder aus Black Mirror 1 bis 3. Ich werde sehr viele Anspielungen wahrscheinlich auf Black Mirror 1 bis 3 haben. Was auch in dem Sinne logisch ist, wenn man hier einen weiteren Teil davon spielt, der jetzt erst erschienen ist. Hervorragende Handwerkskunst. Ich bezweifle, dass sich unsere Familie heutzutage so eine Kostbarkeit leisten könnte. Ja, der war wahrscheinlich nicht ganz günstig. Der hat mindestens 1,99 gekostet, wenn nicht sogar ein Euro mehr. Wahrscheinlich haben sie den irgendwo auf der Flohmarkt-Tombola gewonnen oder irgendwie so. Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen haben.
Ich könnte morgen Mr. McKinnon bitten, es für mich zu öffnen. Aber dann wird er mir im Nacken sitzen. Und wer weiß, was ich dort finde. Es ist nicht sein Recht, dass er dir den Nacken setzt. Es ist und bleibt dein fucking Schloss. Wobei noch nicht, aber ja. Aber es ist so gut wie dein Schloss. Deine Hut sozusagen. Okay, ja, ich würde mal sagen, es wird wahrscheinlich auch mal Zeit fürs Bett, oder? Schauen wir mal. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ja, er hat die Bibliothek schon verlassen. Ich werde dein hochgelobtes schottisches Wasser noch testen, Vater. Später. Ach, da geht's ins Bad. Okay. Hätte ich nicht sofort zurückgehen müssen? Hätte ich noch irgendwas? Irgendwas untersuchen müssen? Jetzt ist er übrigens gerade durch die Tür gegangen, ohne dass ich X gedruckt habe. Also er macht Sachen, die ich ihm nicht befehlige. Es ist schön. Hier gibt's nichts. Okay. Ja, geh zu. Okay. Wo geht's da hin? Gleich mal schauen. Wo führt uns jetzt der Gang hin? Ausgewählte Gedichte von Edgar Allan Poe, einer von Vaters Lieblingsschriftstellern. Lass mich küssen die Stirn dir, und indem ich geh von hier, gönne dies Bekenntnis mir. Du täuschtest dich kaum, meine Tage waren ein Traum. Denn die Hoffnung ist geflohen, in den Tag, in die Vision, in die Nacht. Zu einem anderen Ort. Oh. Ist sie dann weniger fort? Was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum. Ein Traum in einem Traum. Ich finde schön, dass immer nur der Anfang vom erst vom Absatz an sich als Untertitel dasteht und der Rest nicht. Ist es das, was Vater mit der Familie der Schlangen gemeint hat? Verschlossen. Ja, das war ja klar. Das könnte sein, dass er das gemeint hat mit Familie der Schlangen. Aber Schloss gefällt mir, sieht sehr gut hier aus. Hudi. Verzweiflung. Von einem Mann namens Howard Phillips Lovecraft. Schatten von vergangenen Freuden, Boten von zukünftigem Leiden, gar zum Wahn sie sich vereinen und der Seele Bürde sind. So ist Kummer stets Gefährte allen Lebens, voller Härte, raubt voll Inbrunst alle Werte, Fried und Ruh sind Illusion. Doch jenseits vom Weh und Ach des verhassten Lebens bald erwacht das Vergessen, das mit Macht auslöscht die endlose Pein. Die Worte einer gequälten Seele. Okay, ja, ich würde mal sagen, meine Freunde, aber das sollte jetzt auch mal für heute dann wirklich genug sein. Dafür dann heute sozusagen eine Art Doppelfolge. Geister, Legenden, antike Geschichte. Wo sind die restlichen Bücher? Hat sich wahrscheinlich alle gekrallt, der Wichser. Schauen wir nochmal hier ins Regal. Das Schloss von Otranto, von Horace Walpole.
Damit habe ich einst angefangen, es aber nie zu Ende gelesen. Die sanfte Maid, von deren Leid erzählen diese trägen Seiten, kann denn, ob ihres schweren Schicksals, nicht eine Träne dir entgleiten? Okay, ja, meine Freunde, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns hier ein bisschen weiter um im Schloss Black Mirror und schauen mal, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Anscheinend machen wir jetzt einen kleinen Nachtrundgang durch das Schloss, warum auch immer. Wir könnten auch einfach am Tag durchgehen, dann bräuchten wir nicht die Kerze. Aber, mir fällt es übrigens gerade auf, der Schatten ist auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Immerhin haben wir den Schatten. Ist doch auch schön, sage ich jetzt mal, auch wenn er ein bisschen sehr, 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 sehr groß ist. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns dann einfach hier an Ort und Stelle wieder und schauen uns ein bisschen weiter im Schloss Black Mirror um. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Black Mirror für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.